zum neuen Lebensgefühl passt die Musik, die mit neuen Gitarrenriffs zunehmend rauer wird. Diese Musik spielen die öffentlichen Radiosender aber so gut wie nie. Radio was very controlled. Das Radio war damals total kontrolliert. Für uns waren deswegen die Piratensender großartig, wie Radio Caroline. Drei Seemeilen vom Festland entfernt startet Radio Caroline ein Musikprogramm für die Jugendlichen. In internationalen Gewässern, ohne staatliche Kontrolle. Das war eigentlich der Sender für die englische Szene, der eben alles frisch gesendet hat, was gerade neu rauskam. Und der auch mal lange Strecken gesendet hat, sodass man mal eine ganze Plattenseite hören konnte, was sonst nicht möglich war. Und wo eben auch Leute Radio gemacht haben, die so sich als Pioniere verstanden haben. Und auch als Revolutionäre auf eine gewisse Weise. This is wonderful Radio London. Weitere Piratensender machten es Radio Caroline ab 1964 nach, wie zum Beispiel Radio London. So tired. Der britische Sänger Screaming Lord Sutch gründete sogar in einer Bunkeranlage aus dem Zweiten Weltkrieg vor der Südostküste Englands eine Radiostation. And that was Little Richard singing Annie's Back in her brand new Cadillac.